Hallo und guten Abend und willkommen zur DAX-Analyse für Donnerstag, den 24.06.2021. Wir befinden uns im Chart von Lang und Schwarz. Eine Kerze entspricht 5 Minuten und wir schauen mal, was der Markt heute gemacht hatte. Also wir hatten ja hier irgendwo diese Trendlinien hochkonstruiert, diese Parallelen von der vermuteten 4 und eben des ersten Tiefs, ne, parallel rübergezogen und er schlägt ziemlich genau in dem Bereich an. Heute Morgen um 9 Uhr spiked der kurz hoch und dreht dann nach unten weg. Und wenn wir sehen hier, wir haben ja immer noch unsere orange Haupttrendlinie von der Linie 0 bzw. der übergeordneten 2 zur übergeordneten 4. Und da ist er heute zum Halten gekommen und tanzt jetzt darauf lang. Also sprich 17:40 Uhr Ankunft. Und dann springt er nochmal auf und springt hier nochmal auf und macht hier irgendwo einen Trigger, den man hier irgendwo in der Richtung morgen auf dem Schirm haben sollte. Denn ein endgültiges Fallen dieser Linie würde eben bedeuten, dass wir uns seitlich nach unten wahrscheinlich fortpflanzen. Also sprich dieses Szenario, was wir gestern hatten, was hier eben ein A, ein B, dann möglicherweise hier ein C irgendwo macht, beziehungsweise eine X-Welle, weil das scheint nur ein A, B, C gewesen zu sein. Kommt er nicht ganz hoch und geht hier runter? Das ist ja meine Vermutung, die ich hatte. Dann wäre der Zug nach oben höher gewesen, möglicherweise. Aber er schließt hier scheinbar ab. Es ist so diesen Trigger, den er hier oben antippt. Er kommt hier kurz drüber. Und das ist eben die Gefahr, die ich gesagt habe, wenn der hier nicht so ein bisschen runterkommt. Und man versucht sich hier mit aller Gewalt oben durchzuwirken. Kann es passieren, dass er hier oben irgendwas trifft und da war unsere Linie eben in der Nähe und er dann eben abschmiert, weil eben auch, und das war auch der Fall, hier der Trigger gesprochen wurde. Also sprich, die Haupttrendlinie wird dann nochmal angefahren, nochmal angefahren und sowas macht er viel mal bei Ending Diagonals. Und wenn wir uns das anschauen hier, in der Längenordnung, dann haben wir sowas hier. Dann ist das hier ein 1, 2, 3, 4, 5. Und wir haben hier immer korrektive interne Strukturen. Das sind keine Impulse. Das ist immer nur A, B, C. A, B, C. Und hier ein Triple-Zigzag, also A, B, also immer intern A, B, C, XW, A, B, C, XW, XW, also A, B, C. Und bei diesen Sachen bekommt man eben auch solche Trigger hier. Das ist leider kein schöner Trigger gewesen, eher so eine Art Three Pushes Up im letzten Bereich. Eins, zwei, drei Schübe nach oben. Oder Three Little Indians sind das auch hier. Und dann schmiert der nach unten weg. So, wie könnte es weitergehen? Von der Zählung her ist das genauso schwierig wie das, was hier drin gewesen ist, weil hier auch kein eindeutiger Impuls drin zu erkennen ist. Wir haben irgendwo eine Bewegung, wir haben eine Korrektur und wir haben eine Bewegung. Und das sieht auch wieder aus wie ein ABC. Das ist definitiv ein ABC und dann kommt noch mal eine Bewegung. Wenn wir das mal längentechnisch vergleichen, dann wäre es nicht so, dass wir vielleicht hier irgendwo eine verkürzte 3 hätten, sondern die 3 ist zu kurz. Was erstmal schlecht ist, das Ganze hier als Impuls zu werten. Das ist ein Impuls. Kann man schön sehen. 1, 2, 3, 4, 5.
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir hier auch wieder nur ein ABC hatten. Also A, B, C. Jetzt ist die Frage, was hier kommt. Also sprich, wenn das ein ABC war, hier ist wieder nur ein ABC, dann könnte das ein A sein, ein B sein und hier kann durchaus was entstehen, was wieder Zug nach oben hat. Einfach aus der Tatsache, dass diese Linie hier wieder gehalten hat. Entschuldigung. Man muss jetzt abwarten, was er draus macht. Also sprich, man braucht hier nicht pauschal drauf zu spekulieren, dass das mit Wucht weiter runtergeht. Dafür sind diese Grundlagen wieder nicht da. Es ist wieder wie hier oben auch. Wir haben sowas vorgelegt. Vielleicht kommt noch sowas und vielleicht kommt sowas hinterher. Vielleicht ist aber das hier auch nur als Teil einer A, einer B übergeordnet und die C nach oben geht auch noch raus. Also vielleicht ist das gar nicht die richtige Linie, die uns den Trend nach unten weist, beziehungsweise wir haben nach dem Bruch nach oben die Möglichkeit eben oder die Wahrscheinlichkeit ist eben gegeben, das ist das, was ich gestern gesagt habe. Was, wenn wir hier ein Double Zigzag hatten? Also sprich, ist ja irgendwo so, Impuls, Korrektur, Ending Diagonal sind zwei zusammengesetzte Funktionen, die einen Zickzack ergeben. Jetzt haben wir hier eine Gegenbewegung. Also sprich, irgendwo das hier, was als korrektive Formation jeglicher Art sein könnte. Das ist nicht auszuschließen, dass das hier ist. Und dann würde danach diese Bewegung kommen. Was eben auch irgendwo so ähnlich aussehen könnte oder aber als Impuls, als einfacher Impuls enden würde. Irgendwo hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Als Beispiel, als zusammengesetzte Bewegung, um eben die 3 abzufahren. Danach kommt wieder eine seitliche Bewegung. Ich weiß, ich wiederhole mich immer wieder. Ne? Aber der Markt ist eben so. Ich sage, der Markt wiederholt sich viel. Der Markt macht in dem Moment, wo er nach unten abbiegt, fängt er an und sucht sich Parallelen zu seinen Hauptlinien. Er sucht sich Parallelen zu seinen Wolfewellen-Ziellinien und fängt an und macht Kanäle. Um eben möglicherweise hier die nächste Bewegung nach unten zu machen. Aber er kann eben genauso nach oben, ist eben die Wahrscheinlichkeit, wenn dieser Trigger bricht, dass er eben mit der Bewegung nach oben ist. Natürlich kann es auch sein, dass der Trigger nach unten bricht und wir hier entweder noch in der Bewegung hier sind, also sprich im Ganzen. So noch hin, also sprich da. Das ist auch nicht auszuschließen. Man muss das jetzt beobachten. Das ist eben dieses Problem in diesen Abschlussformationen. Der kann auch plötzlich mal wegbrechen und dann im Nachhinein zählt man das Ganze sich hin und sagt, na gut, hätte man ja wissen können, aber man muss es nicht wissen. Interessant sind immer die ersten Abwärtsbewegungen, die Klarheit schaffen. Und zwar als Impuls und dann kommt irgendwo ein Trigger. Dann können wir reingehen. Alles andere spielt sich hier im kleinen Bereich ab, denn wir sehen ja auch, wie er drauf spekuliert hat, dass das Ding hier nach oben rausschießt. Der hat jetzt schon wieder fast 61,8% seines Gewinns, den er da oben gehabt hätte, wenn er hier unten reingegangen ist, eingebüßt. Das kann dazu führen, dass er hier oben wieder rausgeht und alles ist schick und schön. Das kann aber genauso gut sein, dass der morgen seine Position
oder die nächsten Tage, die er hier unten gemacht hat und nicht hier oben geschlossen hat oder den Wind mitgenommen hat, nach hier unten wieder aufreibt, um eben später wieder nach oben zu gehen. Ist eine schwierige Situation. Paradies für Swing Trader. Also wer als Swing Trader diese Linien hier sich erahnt bzw. hinsetzt, der hat im Moment das große losgezogen. Und deswegen schauen wir eben, was haben wir? Kurze Trigger, kurze Bewegung. Wie sieht die erste Bewegung aus? Haben wir einen Impuls? Bekommen wir noch eine Bewegung? Wenn die Gegenbewegung endet und so weiter und so fort. Ne, wir haben die erste Bewegung runter. Was macht er? Sieht sehr korrektiv aus. Wir suchen uns einen Trigger. Er zieht nach unten durch oder hier diesen Trigger. Und schon geht die Bewegung nach unten los. Und das ist das, was man im Moment sehr gut machen kann. Und der Vorteil ist eben in alle Richtungen, sowohl nach oben, sowohl nach unten. Das hat hier ganz wenig funktioniert. Hier ging es nur in eine Richtung. Der hat hier ganz wenig mal irgendwo korrigiert über Nacht. Ansonsten ist er immer nach oben, immer nach oben, immer nach oben raus. Auch bei diesen Abwärtsbewegungen hat er klar abgesteckt, wo es nach oben rausgeht. Das macht er hier nicht. Er läuft nach oben sowohl als nach unten, also im Grunde genommen seitwärts, was eben darauf hindeutet, dass wir entweder korrektiv oder eben in einer Abschlussformation sind. So, wieder viel erzählt heute. Ich will noch mal eine Möglichkeit aufzeichnen, was morgen eben noch passieren könnte. Also sprich, eine Option ist natürlich nach oben raus. Eine Option ist hier einen ordentlichen Trigger aufzubauen, weil wir eben eine A haben und hier eine B und eine C. Dann könnten wir hier eine Verlängerung bekommen als XW. Eine XW ist eine beliebige Korrekturformation, die irgendwo hier A, B nach unten und hier irgendwo eine C möglicherweise. Wie auch immer, als Ending Diagonal, als Triangel, als Abschluss etc. bekommen hier einen Trigger und dann könnte er genauso hier durch diesen Bereich durchbrechen, als C impulsiv und vielleicht erst hier unten zum Stehen kommen oder aber das Ganze größer machen. Wenn wir die beiden im Verhältnis sehen hier, die war auch nicht sehr lang. Die war korrektiv und der zieht ja heftig runter, also eine Gegenbewegung dazu. Gleich mal als Fibonacci-Level irgendwo sehen. Ich sage, wenn das hier ein ABC war und das ist die B, dann haben wir hier so eine typische, Entschuldigung, das war nix, so eine typische Fibonacci-Projektion von A, B gleich C, D. Das sind so diese Geschichten. Und zwar ist das die Strecke A, B und das ist die Strecke C, D. Und die ist eben gleich dann irgendwo. Also wird vermutet, dass diese Länge gleich die nächste Länge nach unten ist. Und die wäre bei 15.162. Ist so eine typische, ja, mögliche Zielsetzung für eine C. Und wenn die mit Schwung kommt, könnte sie sogar irgendwo auf der Trendlinie hier sitzen. Um eben anschließend nach oben wieder wegzugehen. Also es sieht noch nicht sehr bullisch, bärisch aus, das ganze Spiel. Aber man darf das nicht unterschätzen, weil, wie gesagt, diese seitlich nach unten gezogene großen Bewegungen stehen jetzt eigentlich an. Also es kann dann passieren, dass er irgendwo wieder hochzieht, hier oben eine neue Trendlinie aufmacht und dann wieder seitlich nach unten zieht. Das wird sich aber die nächsten Tage zeigen. Ich hatte heute Mittag mal wirklich mal ein Update gemacht, ohne es angekündigt zu haben, weil ich heute mal Zeit hatte. Ich mache das im Moment einfach. Guckt rein, wenn ich Zeit gehabt habe, mache ich euch das Update. Schreibe ein bisschen was dazu. Heute war es eben interessant mit dieser Trendlinie. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir entweder hier oben eine C haben oder eben an der Stelle eine C hatten. Aber es hat sich eben dadurch, dass wir hier nochmal drunter kommen, wurde die C eben dann weggesetzt. Und man konnte hier auch nochmal einen Ausbruch handeln. Und jetzt muss man eben abwarten. Ich wünsche euch einen guten Handelstag morgen. Einen schönen Abend.
oder besser gesagt, eine gute Nacht ist ja schon. Und wir hören uns spätestens morgen Abend. Auf Wiederhören.